Ich habe drei Stapel, vier. Ich habe vier Stapel immer in meiner Wohnung. Ja, nein, vielleicht und Nötigungen. Nötigungen ist, was man so geschickt kriegt, wo heißt, das müssen Sie lesen. Majestät müssen gar nicht, aber wir versuchen es. Ja. Also das ist Quatsch, müssen lesen. Müssen tue ich gar nicht. So, dann gebe ich dem Buch, wenn es mich interessiert, weil es ein Erstling ist, weil mich das Thema interessiert, weil die Autorin so eine schöne Nase hat und so ein schickes Pelzkrägelchen, dann gebe ich dem Buch, so war es bei Judith Herrmann, gebe ich dem Buch 60 Seiten. Die haben die Judith Herrmann gelesen, weil sie hübsch gekleidet ja, war. Ja, ich fand es schrecklich, das Buch, aber sie sah süß aus. Aber ein langweiliges Buch, die hat ja noch nichts erlebt, oder? Das war ja mal ein gutes Buch. Nein, nein. Wunderbares Buch. Schreckliche, langweilige Geschichten. Sie hat doch noch gar nichts erlebt und sie schreibt darüber, dass sie nichts erlebt und dass ihr Leben leer ist. Was soll ich das lesen? Nein, nein. Also die Wiedergabe. Also egal jetzt, die Judith Wiedergabe ist etwas ungerechtes Buch. Ja, ich bin nicht ungerecht. Darüber schreiben die meisten Autoren. Mein Ihnen Film. Gefallen halt immer die schönen jungen Autorinnen. Ach. Ja, und Ihnen hat auch das Pelzkrägelchen gefallen. Ja, aber entschuldigen Sie bitte, ich gelte doch als ein Frauenfeind. Nein, im Gegenteil. Haben Sie noch im nicht Gegenteil. Gehört, was Nein. Sigrid Löffler über mich ja. sagt? Ja, darüber können wir noch mal reden. Das war, da ja. ging es ja um Sex, um Murakami, gefährliche Geliebte. Das Murakami? War was wunderbar. Der kriegt noch einen Nobelpreis. Sag ich Murakami. Auch, ist einer meiner Lieblingsautoren. Ja, aber die hat immer alle erotischen Bücher verrissen. Ja, das ist, Erotik ist auch nicht ihr Thema. Wie können Sie mit Sigrid Löffler über Erotik reden? Ich bitte Sie. Ja, das weiß man doch vorher. Erotik ist das zentrale Thema der Weltliteratur. Aber wenn sich jemand für Erotik nicht interessiert, muss er den Beruf wechseln. Das ich sage nicht. Dazu nichts, aber sehr schöner Satz. Ich wollte aber noch mal sagen, mit den Frauen, Sie sind im Gegenteil, Sie gehen immer sehr galant mit Frauen um und ich weiß, dass Sie auch Frauen mögen. Sie haben nur immer gesagt, Frauen können keine Romane schreiben, schreibende Frauen sind tanzende Pudel oder so ähnlich, ne? Nein. Der Satz stammt nicht von mir. Aber Sie haben ihn zitiert. Frauen können keine Romane schreiben, habe ich nie gesagt. Ich werde den Satz korrigieren und Sie werden mir gleich recht geben. Ach. Ich habe gesagt, deutsche Frauen. Ja, also wirklich. Ja, gucken Sie mal. Die Engländerinnen haben herrliche Romane geschrieben. Sie haben apropos, Russinnen, auch schwer. Ich habe gesagt... Ulitska, ja, schreibt wunderbare Romane. Ja, ja, heute ja, ändert ja, ja, sich ja. das allmählich. Mal Sie wollen das auch nicht dazulernen. Sie wollen nichts dazulernen. Nein, Sie sind doch. Störrisch wie ein Esel manchmal. Nein. Doch. Also wirklich gute Romane. Sehen Sie, es gibt einen guten Roman im 20. Jahrhundert. Ich weiß schon, Anna Segers kommt jetzt wieder. Ja. So, ja, ja. Jawohl. Ja, es ja. tut mir leid. Geschenkt. Kreuz der Anna Sie, haben, Sie haben einen Kanon gemacht. Darüber kann man auch noch reden, wenn Kanon. Man will. Den Kanon. Ich sehe rot bei diesem Kanon, aber ist egal. In diesem Romankanon, 20 Romane, 20, ne? Ja. Eine Frau, Anna Segers. Ich wähle Bücher nicht nach den Geschlechtsteilen den Autoren. Aber Sie tun Dazu so, bin also, ich nicht bereit. Warum können denn dann Frauen ihrer Meinung nach, aber das ist jetzt eine andere Diskussion, die wollte ich eigentlich gar nicht führen. Ja, warum Frauen keine Romane schreiben? Können Sie denn Erzählungen schreiben, wenigstens Kann ich Ihnen das? Genau erklären. Die Frauen haben in der Geschichte der deutschen Literatur eine eindeutige Begabung für die Lyrik. Von der Droste Hülshoff bis heute. Und unterwegs haben wir die Lasker Schüler, später die Ingeborg Bachmann, gestern in der Frankfurter Anthologie Gertrud Kolmer. Es gibt nicht wenige gut schreibende Frauen. Im 20. Jahrhundert ist der Höhepunkt Mascha die Bachmann. Kalecko? Mascha Kalecko, wunderbar. Eine Sünde meines Lebens, Mascha Kalecko. Warum? Wenn ich Mascha Kaleckos Dichtung gekannt hätte, zu ihren Lebzeiten, und ich kannte sie wenig, Hätten kaum. Hätten Sie sie kennenlernen können? Ja, dann hätte ich ihr vielleicht doch mit aller Kraft den Büchnerpreis verschafft. Wie schön, das hätte Die sie Frau brauchen können. Sie war sehr verzweifelt.